Heute für euch der echte Weg zur Herstellung eines Horcruxes. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Lord Voldemort und seine Mächte der Unsterblichkeit sprechen. Und diese Mächte sind natürlich seine Horcruxe. Wir werden den Weg besprechen, wie Horcruxe wirklich hergestellt werden. Lasst uns dafür die genaue Definition eines Horcruxes betrachten, die J.K. Rowling preisgab. Und diese lautet wie folgt. Ein Horcrux ist ein durch dunkle Magie präpariertes Gefäß, welches mit Magie bearbeitet wurde, indem ein dunkler Zauberer absichtlich ein Fragment seiner Seele darin versteckt, um unsterblich zu bleiben. Wir haben schon oft sehen können, wie sich Leute die Köpfe zerbrochen haben und immer wieder darüber spekuliert haben, was bei dem Akt, einen Horcrux zu erschaffen, wirklich vor sich geht. Die haben spekuliert, obwohl J.K. Rowling schon lange entschieden hat, wie das Verfahren genau aussieht, und sie hat diese Informationen sogar mit ihrem Herausgeber geteilt. Es wurde nur nie wirklich öffentlich gemacht, aber durch die Interviews und die Bücher wissen wir mit Sicherheit Folgendes. Der Prozess zur Erschaffung eines Horcruxes beinhaltet definitiv die Ermordung von jemandem, um die Spaltung in der Seele zu verursachen und die Überführung der Seele in einen Gegenstand oder Wesen. Dies wird mit Hilfe des Horcrux-Zaubers getan. So viel wird von Slughorn und Dumbledore erklärt. J.K. Rowling erklärte sogar, dass der Horcrux von dem Mörder mit dunkler Magie vorbereitet wird. Von Tom Riddle wurde zum Beispiel für seinen ersten Horcrux der Basilisk genutzt, um die maulende Myrte zu töten. Und dann auch Avada Kedavra, um eine Person direkt zu töten. Und beide Male wurden die Morde dazu genutzt, um einen Horcrux zu erschaffen. Also ist es so, dass man die jeweilige Person nicht einmal direkt töten muss. Und wie wir von der maulenden Myrte wissen, hinterlässt der Prozess zur Horcrux-Erschaffung keine offensichtlichen Spuren am Körper des Opfers. Myrte wurde von Dumbledore untersucht und das Rätsel wurde von der Muggelpolizei ebenfalls nicht gelüftet. Aber offenbar konnte keiner von ihnen Anzeichen finden, die auf einen Horcrux oder die Erschaffung eines Horcruxes hinwiesen, denn der Körper von Myrte war unversehrt. Die Muggelpolizei, die die Leichen der seltsamen Tode untersuchte, konnte überhaupt nichts Ungewöhnliches finden. Und das letzte und vielleicht wichtigste, was wir über Horcruxe wissen, was J.K. Rowling gesagt hat, ist, dass der Vorgang zu schrecklich ist, um wirklich ins Detail zu gehen. Das Hauptproblem, über das viele debattiert haben, sind die schrecklichen Details, die größtenteils unaufgeklärt sind. Einige Theorien besagen, dass diese abscheuliche Tat tatsächlich Kannibalismus ist oder noch schlimmer Nekrophilie. Aber das widerspricht etwas dem, was wir in den Büchern und in den Filmen klar sehen und lesen können. Der Prozess hinterlässt keine sichtbaren Spuren am Körper des Opfers. Kannibalismus ist der Akt des Essens des Fleisches einer anderen Person, und das würde sichtbare Zeichen für jeden Laien hinterlassen, der den Körper untersucht. Und bei Nekrophilie kann man sich vorstellen, welchen Schaden das am Körper anrichtet. Also suchen wir nach einer anderen Lösung. Ich würde annehmen, dass der Zauber ein bestimmtes Ritual beinhaltet. Das Ritual selber beinhaltet wahrscheinlich nicht den Mord, aber es beinhaltet etwas, das wirklich ekelhaft und schrecklich ist. Dieses Ritual muss auf Magie basieren und wenigstens eine Art magische Bedeutung haben. Deshalb denke ich und auch viele Theorien, dass diese schreckliche Tat eigentlich ein Blutritual ist. Wenn man über die Bedeutung von Blut in Harry Potter nachdenkt, macht das durchaus Sinn. Erinnerst du dich noch, als Voldemort Harry nicht berühren konnte im Stein der Weisen? Das war das Liebesopfer seiner Mutter, und dieses wurde gebildet durch eine Person, die sich für ein Familienmitglied aus tiefer, reiner Liebe opfert. Das Opfer verweilt und erzeugt Schutz im Blut der Person, die gerettet wurde. J.K. Rowling hätte nun sagen können, dass dieser Schutz insgesamt auf Harry lag, aber sie sagt ausdrücklich, er verbleibt in dem Blut der Person, die gerettet wurde. Es ist auch erwähnenswert, dass später in der Serie eine der Hauptzutaten bei der Wiederauferstehung von Voldemort Harrys Blut war. Und es ist auch der Grund, warum Voldemort Harry wieder berühren kann. Wenn man all die anderen magischen Verwendungszwecke von Blut in Harry Potter bedenkt, wird es langsam klarer. Dumbledore musste sich Blut abnehmen bzw. sich verletzen, um ein bisschen Blut zu opfern, bevor er die Höhle von Voldemort betreten konnte. Einhornblut kann jemanden am Leben erhalten, selbst wenn er kurz vor dem Tod steht. Reines Blut ist ein Hinweis auf das magische Erbe in dem Blut deiner Familie. Es deutet in Harry Potter alles auf Blut und Blutsverbindungen hin. Deshalb denke ich, dass dieses Blutritual mit einer Art von Zauber durchgeführt wird, um den separaten Teil der Seele der Person zu ergreifen und sie in das Objekt zu zaubern.
Blut im Allgemeinen gilt in einigen Religionen als eine Verbindung zwischen Körper und Seele. In einigen Religionen werden Bluttransfusionen abgelehnt, weil man glaubt, dass es die Seele befleckt. Ich denke, dass dieser Glaube mit den Horcruxen übereinstimmt. Die Seele ist mit dem Blut verbunden. Wenn ich jetzt von Blutritualen spreche, könnte das alles Mögliche bedeuten. Von den klassischen Blutsbrüdern, die sich die Hände aufschneiden und das Blut vermischen, bis hin zum Konsum von Blut. Aber egal welches Ritual es ist, es symbolisiert immer den Tod und die Wiedergeburt. Dieser Tod und die Wiedergeburt ist genau das, wie ich die Horcruxe sehe. Es braucht diesen Tod, um einen gewöhnlichen Gegenstand in einen Horcrux zu verwandeln. Deshalb denke ich, dass dieses fehlende Glied dieses Blutsritual ist. Und um noch weiter ins Detail zu gehen, es ist ähnlich wie die Blutsbrüderschaft, wo zwei Menschen Blut abnehmen und es miteinander vermischen. Das bedeutet normalerweise, dass sie zusammenkommen und zu Brüdern oder zur Familie werden und ihre Seelen vereinen. Aber im Falle des Horcruxes habe ich das Gefühl, dass dies ihre Seelen auch vereint, nur auf eine düstere Art und Weise. Wenn die Seele das sterbende Individuum verlässt, wird der Teil der zerbrochenen Seele des Mörders mit der Seele verbunden. So würde der Mörder darauf zugreifen und diesen Teil ihrer Seele entfernen, der zusammen mit dem Opfer gefangen ist. Wenn ich jetzt sage, dass das Opfer und der Mörder ihr Blut vermischen, glaube ich nicht, dass es so etwas Einfaches ist wie das Hände aufschlitzen und es miteinander verbinden. Ich denke, es ist eine viel unheimlichere Sache. Ich denke, das Blut muss vom Mörder konsumiert werden. Blut abnehmen ohne ein Zeichen ist etwas, was in der Muggelwelt sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Ich denke, ein Zauberspruch könnte leicht eine Nadel ersetzen. Ich denke, der Mörder würde das Blut des Opfers trinken und den Zauberspruch ausführen, um den Horcrux zu erschaffen. Jetzt sagst du vielleicht Blut trinken, klingt das nicht eher nach einem Vampir? J.K. Rowling hat tatsächlich einen kurzen Text auf Pottermore veröffentlicht, der besagt, dass Vampire tatsächlich im Harry Potter-Universum existieren, aber sie haben nicht direkt mit der Haupthandlung zu tun. Aber ich glaube, Vampire sind tatsächlich sehr wichtig in der Harry Potter-Saga, weil ich denke, dass diese Vampire Zauberer und Hexen sind, die sich bei der Herstellung von Horcruxen so sehr verausgabt haben, dass man es ihnen ansieht. Wenn man sich Voldemort anschaut, sieht man es schon. Schauen wir uns mal die Beschreibung eines Vampirs an. Sie sind normalerweise blass und man sagt, sie seien unsterblich. Also für mich passt das zu Voldemort. Aber was sagst du dazu? Denkst du auch, dass Voldemort und einige Zauberer, die versuchen, Horcruxe herzustellen und sich zu sehr verausgabt haben, Vampire sind? Schreib es gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.